Es kommt Bewegung in die Märkte und das liegt auch an EZB-Präsident Mario Draghi. Warum, weshalb, wieso und was das für Sie als Anleger bedeutet, das klären wir jetzt gemeinsam mit Ramon Haag von FLEDEX, uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Haag. Ja, die Äußerungen von Mario Draghi haben den Euro nach oben getrieben. Wie nachhaltig ist in Ihrer Meinung nach die aktuelle Aufwärtsbewegung des Euro? Ja, hallo aus Frankfurt. Zunächst mal ist es für den Euro als wichtige Impulsbewegung zu sehen. Natürlich getrieben von den Äußerungen von Mario Draghi zum Thema Konjunktur und Inflation. Wenn wir uns das Ganze technisch mal betrachten, sind wir jetzt doch heute deutlich über die wichtige Marke von 1,13 hinausgeschossen. Das könnte auch noch so weitergehen. Die nächste wichtige Marke wäre bei 1,15. Naja, fundamental und technisch sieht das alles ganz gut aus. Das sollte auch das mittelfristige Ziel sein. Ab 1,15 darüber hinaus, dann wäre der Weg nach oben offen. So unrealistisch ist das vor dem Hintergrund der aktuellen Situation jetzt nicht mehr. Inwieweit gerät dadurch denn auch das britische Pfund weiter unter Druck? Ja, da muss man halt schauen gegen den US-Dollar, da schwimmt das britische Pfund so ein bisschen mit dem Euro. Gegen den Euro wird es sicherlich massiv unter Druck geraten. Wenn man mal die Äußerungen des britischen Notenbankchefs unter die Lupe nimmt und hier betrachtet, dass er sagt, weitere Zinserhöhungen sind jetzt erstmal nicht geplant in England, im Gegensatz dazu im EU-Raum schon, dann wird es sicherlich kritisch für das britische Pfund, sowohl fundamental als auch technisch. Wenn man die technische Seite mal unter die Lupe nimmt, dann sind wir nach wie vor bei der Marke von 0,8850. Da waren wir heute drüber hinaus. Aktuell sind wir so bei Notierungen um diese Marke. Nach wie vor meine Überzeugung, wenn wir darüber nachhaltig hinausgehen, dann wird es doch deutlich enger für das britische Pfund und dann sieht es wirklich nicht gut aus. Ja, schauen wir auch nochmal auf die anderen Märkte. Wie wirken sich die Aussagen Mario Draghis denn dort aus? Ja, da ist vor allem der Bund Future zum Beispiel zu betrachten. Jeder weiß, wenn die Zinsen steigen, dann fallen hier die Kurse. Allein die Aussagen Mario Draghis haben den Bund Future absolut in den Keller geschickt. Aus der Historie heraus ist es natürlich so, dass der Bund jetzt erstmal nur eine Richtung kannte in den letzten Jahren, nämlich die nach oben. Das heißt, wenn die EZB jetzt eine Kehrtwende vollzieht, dann ist natürlich mit Vorsicht zu genießen für all diejenigen, die auf weiter steigende Kurse beim Bund Future setzen möchten. Man sieht natürlich auch bei vielen Tradern, auch in unserem Hause, dass Strategien auf steigende Kurse hier auch sehr gut funktioniert haben in der Vergangenheit. Aber wie gesagt, sollte die EZB jetzt wirklich eine nachhaltige Kehrtwende vollziehen, dann ist auch hier Vorsicht geboten, dann sollte man auf jeden Fall vorbereitet sein. Ja, auch die Anleger in Aktien hier beim DAX haben wir es ja gesehen, die haben auch erstmal verschnupft auf die Andeutungen nur reagiert. Was würde denn jetzt eine dauerhafte Kehrtwende generell für die Aktienmärkte bedeuten? Ja, das heißt, isoliert betrachtet jetzt erstmal nichts Gutes, denn die Aufwärtsbewegungen aus der letzten Zeit, die waren ja getragen von billigem Geld der EZB. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, ab wann werden institutionelle Investoren Alternativen zu Aktienmärkten sehen? Ich denke hier zum Beispiel an Versicherer, die natürlich auch entsprechende Renditen für ihre Kundschaft erzielen müssen. Wichtig ist, dass die mahnenden Worte Draghis hier mit Bedacht vorzugehen bei der Geldpolitik doch sich jeder eigentlich bei der EZB hinter die Ohren schreiben sollte. Zunächst mal, was heißt das für den DAX? Der geht erstmal auf Tauchstation, aber nicht nur deshalb, sondern auch wegen der Belastung bei der Wall Street und der starke Euro, der trägt natürlich auch dazu bei, dass der DAX hier unter Druck gerät. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Ramon Haag, für die Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Danke. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie reingeschaut haben und bis zum nächsten Mal.